Hallo, ich bin Jens Hartwig und ich lese die Rhein-Krimi-Reihe von Judith Merchant. Es geht um ein junges Ermittlerduo. Da gibt es einmal den Kommissar Jan, Typ italienischer Kellner, bisschen kleiner, also ähnlich wie ich, obwohl das mit der Größe nicht stimmt, das muss ich an der Stelle sagen. Und dann gibt es noch die Kollegin, die heißt Elena und die ist so ein bisschen Typ Pferdegebiss mit Ringerkreuz. Und dieses Duo ermittelt zusammen im wunderschönen Königswinter. Und das ist für mich natürlich was Besonderes, weil Königswinter, Siebengebirge, Bonn, meine Heimat. Hinzu kommt, dass der liebe Jan bei seiner Oma wohnt, bei seiner Oma Edith. Und die hilft ihm schon mal bei dem ein oder anderen Fall weiter. Also, es geht zum Beispiel um die Siegfriedsage, es geht um Rapunzel und es geht um die Lorelei. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist der, dass immer beim Mord ein Zusammenhang zu einer dieser Sagen besteht. Als Beispiel, in einem Fall gibt es ein Mädchen, das ermordet wurde und zwar in einem Rapunzel-Kostüm aufgefunden wird. Meine Lieblingsstelle in dem Teil Nibelungenmord, da geht es um Edith, die Oma von Jan, die von einer jungen Mitarbeiterin dazu, sagen wir ruhig, genötigt werden soll, in ein Altenheim zu gehen. Aber die liebe Edith will das natürlich nicht und macht das auch unmissverständlich klar. Und ich steige jetzt ein hier an einer Stelle, wo diese junge Mitarbeiterin gerade versucht, die härteren Geschütze aufzufahren. Und was, zischte sie, wenn eines Tages ein Verbrecher hier hereinspaziert, so wie ich eben? Er muss noch nicht einmal klingeln. Er könnte im Hausflur gewartet haben und dann... Sie brach ab, als sie spürte, wie sich etwas Kaltes in ihre Rippen bohrte. Was war das? Er soll nur kommen, sagte die alte Dame mit vor Erregung bebender Stimme und lehnte sich zurück in ihren Ohrensessel. In der Hand hielt sie eine glänzende Pistole. In meinem Alter ist man für jede Abwechslung dankbar. Janina brach der Schweiß aus. Die Mündung zeigte genau auf sie. Ja, ich danke ebenfalls, ich komme gern wieder. Fine Voices. Große Stimmen lesen.